Dachgenossen, wie geht's? Willkommen zurück bei Metro Exodus. So, ich will wieder ins Auto. Dann fahren wir zu... Genau. Let's have a look at the map. Was ist denn da noch? Fragezeichen. Okay. Let's go. Über Stock und Stein. Kacke. Alter, die Straßen sind ja mega crap. Hier nicht. Das ist Wasser. Ich dachte, ich fahre hier durch Sand. Der Baron? Wer ist denn der Baron? Ist das irgendwie so ein neuer Warlord hier oder was? Was haben wir denn gerade? Ist dieser Boss ein echter Ober? Und er macht hier keine Vergnügung. Oh nein! Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details. Da oben liegt jemand. Ich dachte, ich bin über irgendwas drüber gefahren. Wahrscheinlich ist es euch aufgefallen. Ich habe meine Kamera mal ein bisschen umgestellt. Komm, den nehmen wir mit. Ja, komm. Geil. Ich und mein Killerfahrzeug auf Death. Greifen mich an innerhalb des Autos. Voll gemein. Was ist der daran so? Das ist so frech. Was ist denn das für ein Bug? Gab's nicht mal ein Update zu dem Spiel? Also das ist ein Bug, den müssen die mal fixen. Das ist richtig räudig. Ich muss immer aussteigen und dann hier irgendwie richtig beschissen wieder einsteigen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Komm ich hier rüber mit dem Auto überhaupt? Oder ist das Ding, ist die Straße hier gecrackt? Brücke mal nicht. Ja, geht. Die feindlich, oder? Guck mal, da ist er. Das sieht doch. Klatschika, steck ein. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Was sind wir denn jetzt? Ach, das ist hier. Okay. Komm, ich zeig dir was. Komm, das musst du dir ansehen, Klischee. Was? Was gibt's denn? Du hast hier dein Scharfschützengewehr und eine nette Bude. Sieh dir meine Bude hier an. So geil. Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Erzähl. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Wie zoomt man denn nochmal? Sieh dir das kaputte Boot an. Guck mal, mit Z können wir auch unseren Kompass hier anzeigen lassen. Aber eigentlich die Zeit. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. So, linke Maustaste einfach. Wo halten die fest? Hier? Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Ah, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Doch irgendwas, was du loswerden willst? Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Ich denke, das ist ein Plan. Verdammt, ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Verdammt, ich wünschte, ich könnte eine Runde pennen. Hast du kein Bett hier? Wenn du zum Hafen willst, Anna. Auf dem Dach gibt es eine praktische Seilrutsche. Ah, echt? Das, die praktische Seilrutsche ist praktisch. Und wo führt die hin? Nach unten. Aber hier steht das Auto hier rum. Das finde ich ein bisschen kacke. Da muss ich ja ewig wieder zurücklatschen, um das Auto zu holen. Das ist ja behämmert.
Warum sollte ich das tun? Kann ich die nicht nehmen, die Seilrutsche? Oder ist die hier damit gemeint? Ach, die geht gar nicht, oder wie? Es wäre auch zu einfach, wenn ich mich da einfach rüberhangeln würde. Okay, wir haben neue Ziele auf der Map. Lass mal gucken. Also einmal da hinten hin. Dann da zu diesem Schiff, oder was das sein soll. Und dann da hinten ist auch noch was. Ich würde gut gelaunt sagen, wir seilen uns erstmal runter. Schlafmöglichkeit gibt es eh keine, daher... Alles fancy schmancy. Nun denn. Irgendwas in diesem Schiffswrack? Wenn wir schon mal gerade hier sind. Ich hör doch wen. Hallo? Ich bin be... Geh doch rein! Da! Ich kann sagen, ich bin bewaffnet im Sack. Habe ich keine Brennmunition mehr? Ach doch. Ihr seid wie die Necromorphs in Dead Space, ihr täuscht mich nicht mehr. Das habe ich jetzt gelernt. Ja, ich brenne. Okay, der ist definitiv tot, weil sonst wird er auch brennen. Bin ich dumm, ey. Ich höre, wie die Typen einfach erschossen. Für meine Dummheit. Warum werfe ich denn den guten Molotov-Cocktail? Ich wollte eigentlich crouchen auf C, aber nein, auf C wirft man die Kack. Hören croucht man. No. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Okay. Dann halt nicht. Es hätte ja so einfach sein können. Naja. Oh nein, das ist da eine Stufe. Sie ist zu hoch für mich. Na gut, wo geht's denn lang? Da so. Ach so, das ist... Ach, der Turm. Ja, natürlich. Aber ich muss hier auf die Straße. Anders komme ich da nicht hin. Das könnte vielleicht klappen. Das könnte aber auch gefährlich sein. Ich mache mal das Licht aus. Oh, wer ballert da? Vorsichtig. Der Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Tja, ich habe ja keinen Scharfschützen-Scope. Ich sehe ihn. Einen Moment. Kannst du das regeln? Oh, wie in Operation Flashpoint wäre so geil, irgendjemanden zu markieren oder so. Lade nach. Den. Klettert sie gerade den Turm darauf? Wie ist sie da so schnell hingekommen? Und weg zu sein. Was? Scheiße, das Schloss der Waffe ist vollgestaubt. Ladehemmung. Okay, die sind tot, ansonsten hätten die mich angegriffen. Nun kamen die keine Geschütztürme oder irgendeinen Scheiß. Mir ist Schweiß ins Auge gelaufen. Ich kann den Mistkerl nicht treffen. Dieser Mistkerl. Egal. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Bereite dich auf einen verdammt langsamen Tod, du Schweinehund. Och Junge, echt jetzt? Fuck you, ey. Ekel kann ich auch. Ekel ein Miststück. Da oben, seht mal! Ich will den räudigen Scheinwerfer loswerden. Was hab ich denn noch auf C? Wurfmesser. Okay.
Umgangstöne hier. Du verdammter Schweinehund! Na also. Da ist er, dieser kleine Scheißer! Seht ihr den Waggon? Fick euch. Ja. Und jetzt? Jungs, was ist denn los? Wo seid ihr alle? Da ist der Scharfschütze. Ich sneak mich mal langsam hier durch. Ich sneake um mein Leben. Nimm das mit. Hör ihn zwar, aber ich sehe ihn nicht. Das Explosiv-Dinger? Nee. Lebe im Schatten. Alter. Mal halblang jetzt, ne? Ich nennt. Da oben? Mach mal mich zu deiner Hure. Das will ich sehen. Die sind da oben, ja. Ich reiß dich in Stücke, du Lump. Ja, sehr geil. Ich liebe es jetzt schon. Diese Sprüche, ey. Ich will sie eigentlich gar nicht töten, weil sie so unterhaltsam sind. Hallo? Den nicht. Nimm das, du verdammte Ratte! Du schießt irgendwie nur so blöd in der Gegend rum. Hä? Ich habe ihn im Visier! Hattest. Ja, er wächst und eingesackt. Also gut, Atjom, sieh dir sein Nest an. Da muss es doch etwas Interessantes geben. Ich packe in der Zwischenzeit. Wir treffen uns in der Basis. Ja. Mach du mal. Ich guck mal. Eine Werkbank gibt's hier. Und Krams. Ist das ein Scharfschützengewehr? Theoretisch. Kann ich's ja auch. Ich tausche das mal. Yeah! Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt drehen! Ich glaube, ich will die. Alle Mann zuhören! Ich glaube, ich lasse die Kalasch dann mal ruhen. Warum labern die jetzt wieder durcheinander? Muss das sein? Scope? Zielobjekt mit sechsfacher Vergrößerung. Vermutlich haben die Jungs wieder diese Schwampe. Ich hoffe, sie erwischen sie. Das wird schon langsam lächerlich. Definitiv lächerlich. Der Scheißer mit Sauswagen ist zu dem Scharfschützen am Dialog gegangen. Worüber die beiden sich wohl unterhalten. Das weiß man nicht. Aber Bets. Schlafen hier ist nicht. Wer hupt denn da? Ach du Kacke. Sie kommen. Wie leer. So. Bam.
fucking hell. Vielleicht tot, ey. Ein One-Shot. Hä? Dann kriege ich eigentlich so enormen Schaden. Direkt immer wieder ein Medipack nehmen. Ach boy. Jetzt habe ich schon eine Waffe mit Scope und dann nimmt's nicht mal was. Alter, nur ein Schuss, das ist jetzt echt nicht wahr. Vielleicht tot, aber so richtig. Ich habe keine Heilung mehr. Ja geil, ich werde sterben. Ich mag zwar Scharfschützen, Dinger, aber Waffen-Dinger. Aber in dem Fall. Sehen nicht. Da. Jetzt bin ich tot. Schwer. Sehr schwer. Scharfschützengewehr. Vor allem, dass er, wie gesagt, immer nur eine Kugel hat und man alle. Oh, ich muss gucken, ob ich die Waffe modifizieren kann. Das geht so nicht. Kann ich nicht mehr irgendwie. Ja, lass sie nur kommen. Da. Magazin. Roter Laser. Mach ich mal mit dran. Ein Magazin. Ja, okay. Na dann. Ich muss ja ohne gehen, ne? Mach dich trotzdem aus. Also richtig auf dem Präsentierteller, ne? Mit der Zieloptik. Alter, was nehme ich denn für Schaden, sag mal? Sind die noch zu retten? Natürlich muss ich nachladen. Was auch sonst. Funktioniert hier oben einfach nicht. Wieder keine Heilung, leck mich am Arsch. Habe ich nichts mehr, um mir was herzustellen? Das ist das Einzige, was ich jetzt noch habe, oder was? Nee, kann ich auch schnell laden. Dann bringt das nichts. Ich glaube, es bringt echt nur was, wenn ich runterkletter und mich da irgendwie verschanze. In der Position bin ich eigentlich ein gefundenes Fressen, deswegen sei mich einfach hier runter, leck mich am Arsch. Das wäre geil, ne? Baum, Leute, seht mal! Renner, du Hund. Hallo, du brennst? Wie kannst du denn noch weiterlaufen? SV. Die werden jetzt von irgendwas abgelenkt. Ich glaube, das war richtig, hier runter zu gehen. Treffert nix. Das ist halt echt
ist richtig scheiße, du. Ja, guck mal, und die kippt nicht mal gleich um mit einem Schuss. Von einem Scharfschützengewehr. Jetzt habe ich deine Rübe gesehen. Geh dich. Noch jemand hier? Da ist noch jemand. Zumindest ist da Licht. Shit. Die KI so dumm? Ja, die KI ist so dumm und sie kommt wieder raus. Glaube, ich habe alle erledigt. Sicher bin ich mir gerade nicht. Halt. Hier ist noch so eine Art Kofferdingens. Das will ich plündern. Da sind noch Ressourcen drin. Scharfschützengewehr, mega geil, aber dass man nur einen Schuss im Magazin hat, ist super nervig. Jedes Mal irgendwie wieder nachladen muss. Hier für die Waffe habe ich doch noch Munition, oder? Ja. Also die normale Munition halt. Bin ich hier raus? Jo. Mit was für ein Auto sind die denn gekommen? Sag mal. Immer die Schrotflinte. Für den Nahkampf. Hm. Hat noch irgendwelche Bauteile. Ich hatte Scharfschützenmunition. Und er hier? Weiß man nicht. Wen haben die denn geschossen? Auf Anna? Ist sie da unten? Dem Auto sind die gekommen. Haben die irgendwie Schlüssel noch irgendwie stecken gelassen? Nee. Sie haben so einen Abschleppkran. Der wäre super praktisch für irgendwas. Okay, was ist denn jetzt hier? Das habe ich untersucht. Kann ich eigentlich nur noch hier so in die Richtung gehen. Da hier von der Ach, da hinten das... Ah, okay. Da geht's so hin. Glaube ich, komme von hier aus darüber, oder? Dieses Schiff, das ist so mein nächstes Ziel auf der Map. Mal da umzusehen. Ich habe da jetzt noch ein bisschen was gesammelt. Kann ich mir jetzt noch vielleicht ein Medikit herstellen? Okay, zwei. Speichere ich gerade mal. Ah, ja, ja, Gott. Leck mich am Arsch. Nein, lass mich in Ruhe. Keiner Gesichter. Nö. Fuck you. Nicht mit deinem räudigen Stein. Ich habe eben gedacht, hier könnte man hoch, aber... Bäh. Nee. Kann irgendwie drum herum gehen, das geht. Was mach ich denn? Brauche ich doch gar nicht. Soll eigentlich H drücken, um die Waffe zu verstecken. Licht machen wir auch mal aus. Überall diese komischen Nackigen, ne? Die sind mir so ein bisschen Dorn im Auge. Was ist das hier? Wie ein Tor, da hinten ist Feuer. Irgendwie so ein Außenposten oder was? Banditenlager. Hier aber niemanden. Ist irgendwas. Da sind auch noch Gegner.
ob ich zurückgehen hätte sollen und das Auto holen, aber jetzt ist es zu spät. Ich glaube, die sehen mich nicht besonders gut. Ich mache mich am besten erstmal nicht aufmerksam. Sie kommen, wie sie töten müssen. Okay, das ist noch ein guter Fußmarsch. Aber ich laufe jetzt erstmal so ganz normal hier durch die Tundra. Irgendwie so ein Zwischenstopp hier wäre irgendwie geil. Jetzt ist es zwar Nacht, jetzt ist es nicht mehr so heiß wie am Tag. Aber das heißt nicht, dass es weniger gefährlich ist. Im Gegenteil. Okay, da hinten müsste es sein. Ja. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht zu diesem anderen Außenposten gehe, der mir da auf der Map angezeigt wird. Ich weiß nicht mal, ob es ein Außenposten ist. Ich denke einfach mal. Ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, da habe ich schon vergessen, was Anna mir erzählt hat. So in die Richtung halt, ne? Ist das irgendein Bau von einem Monster oder was? Da liegen lauter Tote rum. Da hinten. Da hinten streift wer rum? Das Feinde? Ich meine, außer unseren Leuten ist ja sonst keiner hier. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Feinde sind, schon hoch. Ach, da sieht man es auf der Map jetzt, ein Nest. Von irgendwelchen Mutanten. Jägertyp. Der Baron hat ihn geschickt, um die Zugfeinde im Blick zu behalten. Wohin denn? Das ist zwecklos, sage ich. Ein toller Scharfschütze. Kann nicht mal seine eigenen Vehikel disziplinieren. Das Arschloch hat mir gestern noch gesagt, sein Meister hat eine gute Stellung am Arm, irgendwo ganz oben, wo er nicht zu sehen ist, aber alles im Blick. Einfach mal ganz smooth gekillt. Was zum Teufel denken Sie? Da ist der Schwein und! Scheiße! Wir kriegen mächtig auf den Arsch! Hat er sich ergeben. Oh. Da habe ich sie angelockt. Was ist das für ein Vehikel? Aber warum kann ich das nicht benutzen? Was haben die sich hier angesehen? Alter, sind hier viele. Ist noch ein Ticken weiter. Kann ich die so ein bisschen umgehen? Oder dass die mich gleich irgendwie angreifen? Meistens waren die. Oh, shit. Deine Werfer hier. Okay, die bin ich los. Da wird nochmal gespeichert. Oh, was ein Marsch durch die Wüste. Ich hätte mal ein Auto holen müssen, ey. Alter, dieser Abstrich hier, das ist ja größer als... Eins ist nicht größer als in Red Dead Redemption 2, aber trotzdem. Riesiges Gebiet, hier durchzulatschen und... Hatte ich auch eine normale Laufgeschwindigkeit, ist nicht schnell.
Da sind irgendwelche Mutantenhasen. Da drüben. Das könnte interessant sein. Oh, da sind viele Gegner. Aber ich könnte versuchen, so ein bisschen um sie herum. Wenn sie mich nicht sehen, schlagen sie sich vielleicht mit den anderen. Das sieht aus wie so ein Bau, aber es ist eigentlich ein... Ist das ein Bau oder ein Schädel? Schwierig zu sagen. Was eigentlich ist. Da ist ein Gegner. Yep. Lass mich in Ruhe. Lebt hier irgendwer? Das ist das Gegnerland. Lauter abgestürzte oder kaputte Helikopter. Hier. Hier was drin ist. Das ist ein Toter. Aber wer oder was hat den umgebracht? Und die viel wichtigere Frage ist, ist es noch hier? Eine Falle. Wer macht da solchen Lärm? Bist du das, Saul? Na, wir haben mich gehört. Ist nicht anders. Und das, obwohl wir es ihm gesagt haben. Hey, Saul, komm mal an, um unsere Sachen zu klauen? Für wen zum Teufel hältst du uns? Haben wir dir Wichser nicht gesagt, dass das hier alles uns gehört und du tot bist, wenn wir dich nochmal erwischen? Tja, ist das wohl so? Komm raus, du Scheißer! Wir machen dich kalt! Ist denn nicht, dass hier noch jemand ist? Das habe ich nicht gesehen. Ja, so richtig in Deckung gehen tut ihr nicht. Ihr macht es mir jetzt auch nicht gerade schwer, euch umzunieten, ernsthaft. Also, sorry, da müsst ihr euch echt schon mal ein bisschen mehr Mühe geben. Eine Knarre. Pistole, glaube ich. Nehme ich alles mit. Es ist wieder Tag. Hurra. Mein eigentlicher Plan war, in das Gebäude zu gehen, aber ich habe darin ja leider nicht viel gefunden. Also in dem jetzt hier. Nur die Leiche von dem Kerl, aber sonst. So stelle ich mir ein apokalyptisches Wasteland vor. Trocken, eklig. Hoffnungslos. Trocken. Okay. Lass mal schauen, was wir hier haben. Ist sehr dunkel hier drin. So viel wissen wir. Strom herstellen ist nicht. Ist auch tot. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ihre Aufmerksamkeit. Ah, Munition. Guck an. Oh je. Überall diese trockenen Freaks.
Nenne sie auch liebevoll die Trockenen. Haben die sich in der Wand getarnt? Ich wusste gar nicht, dass die das können. Was haben die denn für komische Skills? Wandtarn 100. Aber es wird leider kein Weg nach oben. Das heißt, ich bin hier... Ach doch, hier. Aha. What we got here? Hm? Scheiße. Wie seht ihr denn aus? Au, 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 au. Nicht geil. Hat nicht mehr viel Munition, ne? Zwei Schuss noch. Mit der Waffe. Die haben halt eine krasse Wahrnehmung, die sehen mich halt direkt. Auch mit Licht oder ohne. Na komm, gib mir was Gutes. Einen höre ich noch rum, ja Mann. Mit der Luftdruckwaffe brauchen die halt voll lang, bis die sterben. Die halten auch gut was aus. Klar, mit der Schrotflinte direkt in die Fresse. Da haben die ja keine Chance. Aber so. War. Wo, was? Wie, wo? Hinter mir? Ne. Da bist du. Guck euch mal an hier. Super aggro. Das Scharfschützengewehr nehmen, glaube ich. Aua! Lebst noch? Ja, genau. Meistens. Ich habe nicht mal ein Messer. Habe ihn noch getroffen. Ist mit dem nicht richtig. Musst du mal sterben? Danke. Okay. Im ruhigen Moment. Ich will mal versuchen, ein bisschen was herzustellen. Damit ich nicht ganz lost bin. Ich bin gerade todeslost, was Munition angeht. Oh Mann. Eindeutig tot. Was nicht heißt, dass andere es nicht sind. Geht's noch weiter nach oben? Hier? Treppe? Naja. Okay, das klaffender Boden. Aber viel. Ich dachte, da klettert jemand. An der Fassade entlang. Das wäre es jetzt auch noch, wenn die an den Fassaden hochklettern. Guck mal einer an. Jetzt aufladen. Licht. App gedrückt halten. Nette Waffe. Was ist das für eine Waffe? Auch der Luftdruckpistole, oder was? Hier ist eine Schrotflinte. Aha. Interessant. Ja, Scharfschützengewehr behalte ich. Das ist so meine letzte Hoffnung gerade. Die Munitionsknappheit, die ich halt habe.
Ah, du hast eine Verbesserung für deine Ausrüstung aufgenommen. Suche eine Werkbank. Wie praktisch, dass hier eine ist. Aber ich suche nochmal noch ein bisschen Zeug hier. Nice. Licht brauche ich, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Obwohl, hier in den Ecken sehe ich nicht viel. Okay, jetzt habe ich hier noch eine Schurfin und die hatte sogar noch Munition hier. Gierschuss. Ah, hier kann ich mich ausruhen. Aber das tue ich gleich mal. Okay, und hier geht's für mich dann wieder raus. Ja. Okay, Werkbank. Für mich. So, jetzt will ich mir die Schurfinde doch mal angucken. Was hat die denn so? Flinte. Aha. Langer Lauf. Langlauf bietet einen deutlich erhöhten Schaden am Ziel, sowie eine leichte Verbesserung der Zielgenauigkeit auf Kosten der guten Handhabung. Stabilität geht nach oben, Schaden geht runter. Ein Visier bei einer Schrotflinte? Nicht unbedingt. Was ist das denn? Beste Trommel. Dieses Magazin für 6 Schuss bietet die beste Nachladegeschwindigkeit und Schussfolge, die man mit einer Schrotflinte erreichen kann. Kleine Trommel. Laservisier wäre eigentlich ganz nett. Das nehme ich noch mit. Eckig? Nö. Okay, was haben wir hier noch? Schwerer Lauf. Schaden geht nach oben, Genauigkeit geht runter. Ah, nö. Ein Magazin. Ich habe ein Magazin gefunden. Ein reihiges Magazin bis zu 5 Patronen aufnehmen kann. Ein gerade Zugverschluss ermöglicht es, dem Schützen durchzuladen und zu feuern, während er gleichzeitig das Ziel durch die Zieloptik betrachtet. Fuck, gib mir das. Könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das will und wie sehr ich das brauche. Okay, ansonsten habe ich nichts. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Das interessiert mich. Nachtsichtverstärker. Elektrische Ausrüstung. Standard. Dieses Nachtsichtsystem basiert auf der neuesten Restlichtverstärkungstechnologie. Vor dem Krieg standen solche Systeme nur Sondereinsatztruppen zur Verfügung. Okay. Mache ich denn nochmal die Nachtsicht? Das war auf N, ne? Es ist Tag, das ist jetzt eigentlich egal mit der Nachtsicht, aber... Okay. Ich habe das Nachtsichtsgerät noch an. Das erkennt man daran, dass ich quasi wie so eine Vignette habe. Wenn ich es abziehe, dann... Weil die Sicht ist dann auch klarer. Naja, jetzt nur mal zu schlafen lohnt sich nicht wirklich in meinen Augen, weil... Es ist ja schon Tag. Also... Den Vorteil, den ich jetzt da durchziehe, ist jetzt eigentlich dahin. Hm? Wollt mir das anhören? Wie lange haben wir es in dieser Wüste ausgehalten? Mach nochmal kurz einen Schnellspeicher. Guck mich jetzt nochmal kurz hier um, was hier noch vielleicht liegt oder auch nicht. Und dann beende ich gleich die Folge an der Stelle. Ach, lohnt sich. Hat sich gelohnt. Und wir können einfach 6 Schuss reinballern, ist das geil. Macht Platz für neue Götter, hier komme ich. Bin ich eigentlich hier drauf und dann da runter? Stimmt. Aber ich seile mich erstmal hier runter ab. Dieses Geräusch. Wenn man sich irgendwo runter sein kann. Bam. Guck mal, das habe ich gar nicht gesehen, den Schädel hier. Süß. Was sagt denn die Map? Haben wir entdeckt? Ein Schlafplatz. Okay. Es ist noch ein Fragezeichen offen und da hinten ist auch noch ein anderes Fragezeichen.
Was mich so ein bisschen nervt am Spiel ist, dass wir eine große Map haben, haben aber keine Schnellreise. Das ist ein bisschen ätzend. Gut, kann ich nicht ändern. So, mit diesem tollen Sonnenaufgang entlasse ich euch erstmal und sage vielen Dank fürs Zusehen bei Metro Exodus. In der nächsten Folge geht es hier weiter mit mir und Artyom in der Wüste, wo auch immer wir gerade sind. Ich habe es leider vergessen. Und dann begeben wir uns zu weiteren Fragezeichen und gucken mal, was da ist. Ich glaube, das klingt gut. Also, bis zum nächsten Mal.